Morgen, Sven. Morgen. Was für ein Tier reden wir heute? Ich habe mir gedacht, nach wo ist Nemo, wo ist Dory, ist die häufigst gestellte Frage bei uns. Habt ihr Seepferdchen? Ja. Und genau darüber machen wir heute ein Video. Ja, nach der Frage, ob wir Seepferdchen haben, kommt natürlich die nächste Frage, wie man denn so ein Seepferdchen hält, was man dafür braucht, was man wissen muss. Okay, die Haltung ist eigentlich einfach, aber man muss bedenken, dass sie andere Ansprüche haben als die meisten anderen Seewasserfische. Beispielsweise sind sie ziemlich empfindlich, was nesselnde Tiere angeht. Das heißt, mit Korallen, Krustenanemonen, Scheibenanemonen sollte man sie nicht vergesellschaften, weil die einfach zu stark nesseln können. Ihr seht ja hinter uns so ein, wie ich finde, wunderschön eingerichtetes Biotop-Aquarium. Das sieht ja doch ein bisschen anders aus wie so die gewöhnlichen Meerwasseraquarien, aber genau so ist es eigentlich für unsere Seepferdchen ideal. Wir haben hier keine Korallen drin, die nesseln. Wir haben hier ganz, ganz viele feine Ästchen, wo die Tiere sich festhalten. Die sind ja doch schon ein bisschen gehandicapt, ne? Durch ihre, naja, außergewöhnliche Form, ja. Die kleinen Flösslein und so. Sie sind eben keine Freischwimmer. Dafür sind sie natürlich bestens geeignet, in solchen Seegraswiesen, Tangwäldern sich festzuhalten und sich zu tarnen. Genau. Indem sie ganz langsam zwischen den Ästen hängen, sich festhalten können, praktisch ständig auf der Lauer sind nach kleinen Krebstierchen, die sie erbeuten können. Was auch der Grund ist, weshalb man da jetzt keine stark nesselnden Korallen oder so reinsetzen sollte, weil die sich mit ihrem Greifschwänzchen überall dran festhalten. Und wenn wir da irgendeine nesselnde Koralle haben, das Seepferdchen verbrennt sich dann das Schwänzchen. Das ist halt nicht so praktisch. Was man auch nicht drin haben sollte, ist allzu starke Strömung. Denn erstmal sind sie keine sehr guten aktiven Schwimmer. Das heißt, gegen die Strömung anzukämpfen, würde sie sehr anstrengen. Und auch die Strömungspumpen selber sind gefährlich, weil auch da möchten sie sich festhalten. Und dann kann es sein, dass sie reingezogen werden und sterben. Das heißt, man muss aufpassen mit der Technik, dass man die Seepferdchen gerecht das Becken einrichtet. All diese Faktoren und dazu kommt auch noch die, behebliche Futteraufnahme. Die Tiere haben ja wirklich wie so ein kleines Saugmäulchen, deshalb sieht der ganze Kopf ja auch so ein bisschen pferdeähnlich aus, daher auch der Name. Aber die lassen sich auch wirklich Zeit beim Fressen. Ja. All diese Faktoren sorgen natürlich dafür, dass die Tiere für so ein normales Riff-Aquarium, wo wir auch schnelle Fische drin haben, viel Strömung und so, dafür sind die nicht besonders geeignet. Also die sollten schon in so ein spezielles Artenbecken einziehen. Ja, man kann eventuell sehr langsam fressende Fische mit vergesellschaften, wie beispielsweise Mandarinfische. Ähnlich wie die Seepferdchen sich auch ganz behäbig die Nahrung erstmal angucken, bevor sie dann mampfen. Und das würde funktionieren. Aber Fische, die jetzt sehr schnell alles wegfressen, die würden den Seepferdchen einfach erstmal zu hektisch sein und dann auch die Nahrung wegnehmen. Es gibt noch ein paar andere Mitbewohner, die man da natürlich schön reinsetzen kann. Ich sag mal, irgendwelche kleinen Einsiedlerkrebschen können da ruhig mit rein. Ja. Friedliche Garnelen können mit rein. Andere Seenadeln, die genau dasselbe Verhalten haben, kann man da schon, also man muss nicht nur diese eine Seepferdchenart pflegen, man kann auch ein bisschen Diversität da reinbringen. Aber kein normales Gesellschafts- Aquarium. Dafür sind sie nicht so gut geeignet. Was würdest du denn sagen, so Aquariengrößen technisch? Ein Pärchen kannst du ab 200 Liter Aquarium, würde das gehen. Wenn wir jetzt über die Reidi-Is reden, die langschnäuzigen Seepferdchen. Es gibt natürlich auch sehr viel größere Arten. Die größte Art, meine ich, ist das Dickbauchseepferdchen aus Australien. Eine Art aus kalten Gewässern, die, ja, da über 30 cm groß werden kann. Da brauchen wir ein größeres Aquarium. Ne? Wir hatten aber tatsächlich auch schon mal die Zwergseepferdchen da. Mhm. Das sind Seepferdchen, die ausgewachsen nur so 2 cm. Das sind faszinierende Tiere. Aber man muss wirklich wissen, dass die in dem Aquarium sind, sonst übersieht man sie absolut. Die sind entdeckt worden, als jemand Gorgonien gesammelt hat und sich dann hinterher gewundert hat, dass einige dieser Gorgonienzweige eben dann doch Tiere waren. Bis jetzt etwa 90 Seepferdchenarten, glaube ich, entdeckt. Zwischen 70 und 90. Genaue Anzahl ist schwierig zu sagen, weil man teilweise sehr schwierig ist, die Arten voneinander abzugrenzen. Aber wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr. Einfach durch die versteckte Lebensweise sind noch lange nicht alle entdeckt worden. Die sind auch fast weltweit verbreitet. Ne? Das heißt, die sind nicht nur in den Tropen unterwegs, wo wir warmes Wasser haben. Die meisten Arten sind gemäßigte Arten tatsächlich. Ich glaube, in den antarktischen Gewässern gibt es keine Arten. Also sind auf die gemäßigten und tropischen Regionen beschränkt. Trotzdem, obwohl die wirklich alle die Seepferdchen ein sehr großes Verbreitungsgebiet haben, stehen die Tiere aber alle unter Schutz. Das heißt, in der Natur haben wir davon nicht mehr allzu viele. Unsere Tiere, die wir hier anbieten, sind immer alles deutsche Nachzuchten.
Und ihr bekommt auch richtige Papiere dazu, als Beleg, dass das wirklich keine Naturentnahmen sind. Ja, sind CITES-geschützt und tatsächlich Seepferdchen auf der ganzen Welt zum Teil werden immer weniger, weil die Lebensräume einmal verschwinden. Das sind Seegraswiesen, Mangrovengebiete, die eben von Menschen genutzt werden und für die Seepferdchen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Fischerei ist ein Problem, gerade Schleppnetzfischerei, wenn auf Krabben oder sowas gefischt wird. Dabei werden sehr viele Seepferdchen gefangen und die werden auch aktiv gefangen, einmal für den Zierfischhandel als Wildtiere. Und auch als Medizin. Die Tiere werden noch der Natur entnommen? Ja. Also jetzt auch für den Heimtierbedarf? Ich weiß nicht, wie es in Europa aussieht. Das ist bestimmt schwieriger. Weil ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ich meine, die Tiere kann man gut nachzüchten. Ich habe noch nie irgendwo Wildfänge angeboten. Das wäre ja total verwerflich. Ne? Ich meine, wenn es den Tieren gut geht, die vermehren sich im Aquarium. Und das ist auch wunderschön zu sehen, weil da haben die Seepferdchen sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Brutpflege? Die Brutpflege, ganz genau. Die ist sehr speziell. Man sagt ja eigentlich immer, beim Seepferdchen ist das Männchen schwanger. Nicht ganz richtig. Ne? Ja, aber es kommt schon ganz gut ran. Ja, aber das Weibchen legt ja im Grunde genommen die fertigen Eier in die Bauchtasche vom Männchen. Ich denke, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Ich denke, die machen dann noch in der Bauchtasche des Männchens die Entwicklung durch. Ja, klar. Das heißt, sie sind wirklich sehr klein angelegt. Er brütet die aus. Aber das ist tatsächlich, in der Bauchtasche des Männchens wird das von Haut umwachsen, die Eier. Mhm. Und das ist schon vergleichbar mit der Plazenta bei Säugetierweibchen. Das ist natürlich spannend, dass das Ganze umwachsen wird und dass es ja doch so eine Art Schwangerschaft dann tatsächlich darstellt. Also doch ein schwangeres Männchen. Ja. Weil ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, gerade unter den Fischen ist das ja nicht so ungewöhnlich. Ja, zum Beispiel die ganzen Maulbrüter. Auch da nehmen ja schon mal die Männchen das Gelege ins Maul und bebrüten das im Maul. Aber die bewachen das, die beherbergen das ja nur. Wenn du jetzt sagst, dass es ähnlich wie eine Plazenta wird umwachsen, dann sind wir doch wieder bei einer Art Schwangerschaft. Ja. Ist wahr, die Männchen sind schwanger. Tja, wenn sich ein Seepferdchen-Pärchen findet, dann leben die beiden auch häufig monogam zusammen, können sich dann mehrmals im Jahr paaren. Nur mal kurz zur Erklärung, monogam heißt, dass sich, wenn sich einmal ein Pärchen gefunden hat, dass die dann auch wirklich zusammenbleiben, dass die jetzt nicht wieder sich andere Partner suchen oder so. Das kommt oft bei den Seepferdchen vor, dass die auch wirklich dann ein festes Pärchen bilden. Ja. Man kann die trotzdem, ja, wie soll ich sagen, zwangsverheiraten. Also wenn man sich jetzt ein Männchen besorgt hat und man kriegt irgendwo ein anderes, ein adultes Weibchen, auch das wird funktionieren. Aber wenn die Möglichkeit haben, deshalb ist das ganz schön bei uns im Aquarium, da sind ja immer mehrere drin, wenn sich da schon Pärchen gefunden haben, dann sieht man richtig schön, dass die zusammen hier drin stehen. Ich würde sie nicht trennen. Nur weil wir sagen, komm, der andere ist aber ein bisschen farbiger oder co. Das ist eh bei Seepferdchen vollkommen uninteressant. Weil die Tiere in der Lage sind, sich zu verfärben. Das heißt, nur weil das Seepferdchen jetzt hier gerade dunkelbraun ist, das andere gelb, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Kann in ein paar Minuten schon anders sein. Die können sich halt wirklich wie so ein Chamäleon. Richtig, aktiv aus Tarnung, aber wahrscheinlich auch um Stimmung zu signalisieren. Ja. Eigentlich ist dann Seepferdchen komplett falsch. Wenn ich mir das Schwänzchen angucke, das Greifschwänzchen. Ja, genau. Es färbt sich um, es hat ein Greifschwänzchen. Ja. Das sind Seekamäleons, sind gar keine Seepferdchen. Der Kopf sieht trotzdem eher wie ein Pferdchen aus. Auf die Augen sind chamäleonmäßig. Was kennst du denn für Pferde? Also ich finde, das sieht nicht aus wie ein... Aber auch nicht wie ein Chamäleon. Das auch nicht. Schreib mal in die Kommentare. Also ich finde nicht, dass die wie ein Pferd aussehen. Aber du sagtest ja gerade, die Tiere sind ja teilweise monogam. Ja. Was wäre denn, wenn ein Tierchen jetzt nicht ganz so alt wird wie das andere Tierchen? Kann ja in der Natur wirklich mal passieren. Dann kann man natürlich versuchen, dass man ein neues Tier ins Becken bringt und guckt, ob sie verstehen. Also die sind nicht strikt monogam. Ich denke, es ist nicht wie bei einigen Vogelarten, dass der Partner dann wirklich depressiv alleine bleibt für den Rest der Zeit. Muss man versuchen, ob man einen neuen Tier vergesellschaften kann oder ob die beiden dann einfach nebeneinander im Aquarium leben, ohne... Den anderen Fakt, weshalb ich sagte, das ist kein Seepferdchen, sondern ein Seekamäleon. Die können die Augen unabhängig voneinander bewegen. Ja. Also jetzt kannst du nicht mehr leugnen. Das der tun hat wirklich, sie wirklich viel von einem Chamäleon. Das stimmt. Müssen sie ja auch, denn sie sind ja Lauerjäger. Das heißt, die gucken die ganze Zeit aus ihrem Versteck, wo sie was zu fressen finden. Ja. Gucken sich die Beute genau an, müssen erstmal abwägen, ob die überhaupt in die Schnauze passt. Wenn die denken, das schmeckt ihnen, dann pirschen sie sich langsam an, reißen ihr Maul auf, ihren Unterkiefer. Dadurch entsteht ein Sog und dann lutscht das Beutetier wie durch einen Strohhalm ins Maul. Genau, weil das kleine, du sagst gerade, reißen den Kiefer auf, das ist ja wirklich nur wie die Spitze von einem ganz kleinen Strohhalm. Ne? Also das ist wirklich winzig, winzig klein, weshalb man auch ein bisschen gucken muss, dass die Futtergröße nicht zu extrem ist.
Zu großes Futter wird nicht gefressen, das gucken die sich auch an und lassen es ignorieren. Ja. Zu kleines Futter interessiert sie auch nicht. Da ist dann einfach der Energieaufwand nicht gerechtfertigt. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der bei der Haltung von Seepferdchen so ein bisschen schwierig ist, weil man darf nicht darauf vertrauen, dass die Tiere an Frostfutter gehen. Oder Pellets oder Co. gehen die erst recht nicht dran. Die meisten Seepferdchen fressen wirklich nur lebendige kleine Mysis, Artemia und Co. Die muss man natürlich auch regelmäßig beschaffen. Kriegt man auch über uns, kann man auch online bestellen, kann man auch sich eher abholen kommen. Also wir haben immer frisches Lebenfutter für sowas da. Ist auch für ein paar Tage haltbar, aber man muss halt regelmäßig Futter bekommen. Ja. Zum anderen, durch das ständige Fressen machen die natürlich auch ständig mal ein Häufchen ins Aquarium. Die Aquarienbelastung ist die Beckenbelastung ist deutlich höher als bei einem anderen Fisch oder so oder bei kleinen Fischen. Das heißt, auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, wie hier so ein circa 200 Liter Becken haben, sollte eure Technik, wie zum Beispiel der Abschäumer, ich sag mal, mindestens auf 300, 350 Liter ausgelegt sein, weil der hat einfach ein bisschen mehr zu tun. Ja, und Seepferdchen sind sehr empfindlich gegen schlechte Wasserwerte. Das heißt, sie brauchen wirklich ein sauberes, gesundes Wasser, weil sie auch sich sonst leicht bakterielle Infektionen holen können, an denen sie sterben können. Ja. Und dementsprechend ist eine gute Wasserqualität, kein übermäßiger Besatz für ein Seepferdchenbecken sehr wichtig. Ist natürlich auch, gerade bei der Frage, die wir zu Anfang gesagt hatten, die wir hier immer wieder genannt kriegen, was brauche ich eigentlich, um so ein Seepferdchen zu halten? Oder erzähl mir mal alles, was ich wissen muss, um so ein Seepferdchen zu Hause zu halten. Oder ein Meerwasserbecken. Ist ja im Grunde genommen dasselbe. Da sage ich dem Kunden dann meistens, pass auf, das ist nicht hochkompliziert, aber sehr komplex. Das kann ich also gar nicht alles in ein Gespräch oder in ein Video reinpacken, was man wissen sollte. Das ist ähnlich, wenn ihr sagt, pass auf, ich interessiere mich für einen Führerschein, erzähl mir mal alles, was ich für einen Führerschein wissen muss. Das kann man nicht in einem Gespräch und trotzdem ist ein Führerschein nicht hochkompliziert. Ja? Also fast jeder hat einen Führerschein. Ja? Das heißt, wenn ich mich für sowas interessiere, muss ich mich da halt ein bisschen reinklemmen, muss mich da belesen, uns mal noch ordentlich an Fragen ausquetschen und dann kriegt das fast jeder hin. Ja, von mittlerweile allen bekannten Seepferdchen, die Tiere werden so zwischen 2 die kleinsten und bis zu 35 cm die größten Tiere. Mindestbeckengröße natürlich je nach Art. Für unsere Reidis, die so zwischen 12 und 14 cm lang werden, würden wir schon 200 Liter Becken empfehlen. Die Lebenserwartung ist leider nicht besonders lang, also die ist nur so zwischen 3 und 4 Jahre. Das heißt, man sollte sich schon mit der Zucht beschäftigen, dann hat man auch ruckzuck länger und mehr Aquarien. Geschlechtsreife können, wenn die Tiere normal schnell gewachsen sind, nach 3 bis 6 Monaten eintreten. Sie nehmen Lebenfutter in der richtigen Größe, können auch an Frostfutter gewöhnt werden. Das braucht aber ein bisschen Geduld. Man muss sich für das Füttern der Seepferdchen ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das heißt, öfter am Tag kleinere Portionen füttern, gucken, dass sie das auch wirklich fressen können. Wenn die Tiere trainiert sind, nehmen sie auch gefrorenes Futter. Seepferdchen sind fast weltweit in den gemäßigten und subtropischen Bereichen im Meer verbreitet. Tropische Arten, die kommen mit Zimmertemperatur bzw. 24, 25, 26 Grad gut klar. Kaltwasserarten sind natürlich dementsprechend ein bisschen schwieriger zu halten, weil man die Becken kühlen müsste. Bei der Dekoration ist ganz besonders darauf zu achten, dass wir keine nesselnden Korallen, sondern mehr Gorgonien, Algen, also höhere Algen und viele kleine Ästchen, wo die Tiere sich dran festhalten können, verwenden. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Jo. Ich denke, wir haben ein tolles Video wieder zusammengekriegt. Mega interessant. Das hoffe ich. Würde mich freuen, wenn ich dich mal ein paar Mal öfter vor der Kamera kriegen könnte. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie der Abspann geht. Den Kanal abonnieren. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Machen wir. Alles klar. Vielleicht mit mir. Bis hoffentlich. Dann. Ciao. Tschüss.